Leute, ich freue mich jetzt gerade so sehr, diese Lidschattenpalette hier auszuprobieren. Also die Farben sind einfach nur der Hammer. Ich überlege gerade auch, wie ich das jetzt schminken werde. Genau, also ich sag mal, live sieht das noch mal ein Ticken toller aus. Und die Palette gibt es jetzt auch momentan im Angebot. Normalerweise kostet sie, meine ich, 45 und jetzt 36 und plus da nochmal die 15% wegen der aktuellen Valentinstagsaktion. Also es lohnt sich jetzt wirklich zuzuschlagen. Ich habe jetzt hier als Basis Sienna Skies aufgetragen. Ich habe mir sagen lassen, dass man den Basislidschatten auf jeden Fall hier bis fast zu den, also jetzt hier diesen Bereich hier freilassen, auftragen soll, weil ansonsten würde das die Augen nach unten drücken. Jetzt sieht das natürlich noch nicht so schön aus, aber Ich bleibt jetzt dran. hier in dem Winkel den Augen, Braunstift wollte ich schon, Eyeliner braunen genommen und verblendet. Und jetzt geht's Jetzt habe weiter. ich das diesen Bronze Horizon auf das bewegliche Lid Seid jetzt so aufgetragen. gesehen in meiner Mittagspausen-Smink-Session dabei. So sieht das aus. Also ihr seht jetzt schon, die Farben sind einfach nur wow. Ich habe jetzt übrigens auch mit der Retinisierungsphase, bin ich jetzt in der dritten Woche, extra beruhigende Gesichtsmilch und die Haut, finde ich, sieht sowas von durchfeuchtet aus. Den äußeren Augenwinkel habe ich jetzt mit diesem Peach Daydream Ihr kennt ja geschminkt. die Bewegung schon so und dann so mit dem Eismatka. Leute, ich finde, das sieht jetzt schon so hammer aus. Also ich könnte bekloppt werden. Also ich habe jetzt den inneren Augenwinkel mit den Golden Possibilities geschminkt. Leute, ich kann auch wieder betonen, also ich benutze immer zwei Mascaras, einmal hier das Lash Intensity und einmal Lash Love Panorama, weil das Lash Intensity gibt den Wimpern so einen richtigen Volumenkick und das Lash Love Panorama, das trennt die Wimpern so schön, also ich finde die Kombi richtig mega. Also ich habe eigentlich immer schon zwei Mascaras benutzt und jetzt Ich bin halt jetzt beim die. Contouring und ich sag euch, ihr könnt auch locker einfach eine Foundation nehmen, die so einen dunkleren Ton hat und die kann man auch super als Highlight bzw. zum Contouring Und hier der verwenden. Bronzer, der verteilt sich so hammer. Also das ist einfach nur mega. Muss man aber natürlich immer mit einem Puder anschließend fixieren. Ich habe jetzt ungefähr die doppelte Menge von dem Puder, also was jetzt hier auf dem Taschentuch ist, aufs ganze Gesicht aufgetragen. Das ist jetzt nichts, ne? Also daran sieht man wieder, das ist sehr ergiebig. Ich sag mal, von so einem Produkt habt ihr bestimmt locker ein Jahr, was, wenn ihr das jeden Tag nutzt, gehe ich mal von aus. Aber ich berichte Rouge mal. habe ich jetzt, das ist so ein rosa Ton, habe ich jetzt zweimal, also einen Durchgang mit einmal reinpinseln, von hier mit tupfenden Bewegungen bis hier und dann mehr hier in dem Bereich verweilen und beim zweiten Mal, also wieder einmal so drüber wischen und dann hier nur in dem Bereich, dann ist das so hier so leicht rosé und hier intensiviert sich das dann so ein bisschen mehr, so ein weicher Übergang. So Leute, das ist jetzt der fertige Look. Leider ist das Kameralicht immer so. Ist egal, welche Kamera. Es frisst sehr viel Farbe auf beim Aufnehmen. Ist einfach so. Also live sieht das noch viel, viel cooler aus und schöner. Ich mag es ja immer glowiger. Also das heißt, ich mag keinen matten Ton. Das ist dann auch nach Ich Belieben. finde die Farben einfach nur wow. Das übertrifft jetzt alles. Also alles, was ich bisher ausprobiert habe, einfach nur mega. Nee, das darf nicht sein. Also ich finde, die Farben sind einfach unmöglich.
Unmöglich schön. Zeige euch das jetzt nochmal. Also da sind insgesamt sechs Farbtöne, die sind auch relativ groß und die kann man in verschiedenen Variationen schminken. Das ist jetzt meine erste Variation. Ich werde das natürlich noch weiter ausbauen. Und ich sag euch, wer jetzt nicht zuschlägt, selbst schuld. Normalerweise kostet die Palette 45, jetzt aktuell für 36 im Pink Sale plus nochmal die 15% Valentinstags-Special. Also das lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Also wer das jetzt nicht ausnutzt, dem kann ich nicht weiterhelfen. Habe ich einfach nur so einen Rosé-Ton heute verwendet und nochmal den goldenen Highlighter. Plus ich habe auch heute zwei Puder, nämlich einmal zum Fixieren das Translucent Puder, also dieses durchsichtige, und dann nochmal das Setting Puder. Genau. für Und die Lippen. einmal den Mauve Nude Ton bzw. Lip Liner. Und dann habe ich hier noch so einen anderen Lipgloss ausprobiert. Das ist auch hier Unique Move. Also die ergänzen sich wirklich super zusammen. Nicht vergessen, das Valentinstagsangebot noch ausnutzen und die Bestellung einschicken, einfach per Nachricht oder Kommentar. Dann kann ich die Bestellung für euch Falls ihr auslösen. Fragen habt, Natürlich gerne auch. Ich habe heute auch noch den helleren Ton als CC-Cream verwendet. Das ist der Light. Also ich finde, das sieht auch cool aus. Ich weiß nicht. Ja, meine Meditationsstunde ist jetzt um. Also ich fühle mich danach immer so inspiriert und happy. Das hebt meine Laune einfach. Ich nehme das auch immer in dem Moment auf, wo ich das mache, weil das bringt das einfach nur noch besser rüber als im Nachgang. Also ich bin total euphorisch gerade. Es ist einfach nur cool. Very cool. Wenn du selber Interesse hast, die tollen Produkte an die Frau zu bringen, kann ich dir die Geschäftsmöglichkeit auch gerne vorstellen. Melde dich einfach Ich dazu. sag euch, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang mich mit Kosmetik und Beauty beschäftigt und ey, das ist egal, was für ein Ziel du hast, wenn du eine Vision hast und das unbedingt erreichen möchtest, bleib einfach dran und es werden sich auf jeden Fall Wege aufzeigen bzw. öffnen, wie du das realisieren kannst. Also ich sag mal Mach so, dir nicht zu viele Gedanken über das Wie, sondern hab es in deinem Kopf, was du gerne haben wollen würdest in deinem Leben. Und das Wie, das kommt von ganz allein. Also das habe ich jetzt so oft in meinem Leben erlebt. Es ist einfach so. Also dieses Wie, das kann einen verrückt machen. Aber am Ende zeigt es sich von alleine.